Alter, hast du diese Butter da drin so zerpflückt? Hey Leute, wie geht's, wie steht's? Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zum ersten Real-Life-Story-Video aus dem neuen Gaming-Zimmer, Freunde. Mit keinem geringeren als Elmarette. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Heute geht's mal um eine Real-Life-Story. Ja, die hat's ein bisschen in sich, ist auch ein bisschen creepy. Ich hatte sie eigentlich schon so gut wie verdrängt aus meinem Leben. Aber okay, falls du neu bist hier auf meinem Kanal und dir aber mein ganzer Bums gefällt, von geil geschnittenen Highlight-Videos aus den Livestreams bis hin zu coolen Gameplays und ab und an mal einen ganz geilen Vlog, dann lass auf jeden Fall ein Abo da, aktiviere die Glocke, dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn es was Neues gibt hier bei mir. So, kommen wir doch mal zum Ernst des Themas. Wie komme ich jetzt eigentlich dazu, euch von einer sogenannten Butterklo-Story zu erzählen? Es ist ganz einfach, der liebe Nils, aka Svensson, aka Svensson Kitty Kid, hat in seiner Instagram-Story dazu aufgerufen, doch einfach mal frei von der Leber weg zu erzählen, was denn die ersten Erfahrungen waren, die man mit seiner eigenen Wohnung hatte, was man da so alles erlebt hat, wie das erste Zusammenziehen mit dem Partner war und so. Da ich nie eine eigene Wohnung hatte, also so eine erste einzelne alleine für mich, sondern sofort mit meiner Freundin zusammengezogen bin, oder halt die erste Zeit lang in der WG gewohnt habe, was einen besonderen Hintergrund hatte. Denn von 2019 bis 2012 habe ich ja meine Ausbildung gemacht. Die war zum Teil in Dresden, also quasi ausbildungsbedingt habe ich mir eine WG gesucht. Und das war eine Zweier-WG, Freunde. WG-Leben ist ja immer so eine Sache, da kann es sehr geil laufen oder eben auch nicht. Bei mir war es so die 3 Jahre lang Mischmasch. Komm, es war ein Mischmasch. Mein erster WG-Bewohner, der war ziemlich cool. Der war so eine 2-Meter-Latte, der Typ. Ganz cooler, ganz feiner Kerl. Wir haben uns super verstanden. Er stand auf Rap, ich stand auf Rap. Er hat selber ein bisschen gerappt und getextet. Also wir waren uns völlig einig. Das läuft. Das mit uns wird was Genaues. Bis dann, ja, kurz vor Anfang des dritten Lehrjahres, er so meinte, ich werde mal mit meiner Freundin zusammenziehen, wir werden uns hier sowas Eigenes suchen, die kommt jetzt mit her. Ja, da ging bei mir die Alarmglocken los, Freunde. Da habe ich gedacht, wenn er auszieht, bedeutet ja, du bekommst 9 hier rein. Neuer ist immer so eine Sache, du weißt nie, wie der Typ drauf ist. Am besten kommt er in die Wohnung, wohnt dann drin, wenn du gar nicht da bist, weil das war ja immer so im Wechsel, du warst mal 2 Wochen dort, dann warst du mal 2 Wochen zu Hause oder 3 Wochen zu Hause, bist dann wieder für eine Woche hin. Also es war halt immer so im Wechsel, der eine oder andere kennt das vielleicht von euch. Auf jeden Fall bist du dann nicht da, wenn der Neue kommt, kannst du ihn also nicht auschecken und eventuell sagen, nee, passt mir nicht so, oder, ja gut. Das hat ja auch einen Vorteil, dass du nicht so oft da bist. Wenn der jetzt absolut creepy war, hast du ihn nicht so oft gesehen, was bei mir der Fall war. Also ich war auf alles gefasst, Freunde. Ich habe mich auf alles eingestellt, nachdem ich mal wieder dort war. Nur nicht auf ihn. Also er war wirklich, also jetzt nix, ne? Aber er war einfach creepy as fuck. Ihr müsst euch vorstellen, ungefähr, du kommst nach 3 Wochen mal wieder dort an. Bude sieht okay aus. Also, ne? Küche nichts angerührt, Bad, kannst du mal mit dem Lappen durchgehen. Auf jeden Fall stellt er sich dann vor und ihr müsst euch vorstellen, so ein 30 Kilo abgemagerter Pumuckl. Ganz kurze, gekräuselte rote Haare, wo es dann auch im Bad nicht mehr für einen Lappen gereicht hätte. Vom Typ her war eigentlich vom ersten Moment her ganz cool. Ne? Hab ich gedacht, okay, ist neuer, passt. Im Laufe der Zeit wurde er dann aber irgendwie immer gruseliger. Also ich muss sagen, ich hab selten vor Menschen Angst, so, ne? Aber der hat's mir wirklich gezeigt in der kurzen Zeit, wo ich dann nochmal dort war. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten im Flur Teppichboden. Mein Zimmer, also sein Zimmer war am Ende des Gangs, meins ungefähr so 2 Meter vor seinem. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn die Tür aufgeht, hörst du das von dem anderen. Und wenn du dann abends im Bett liegst, willst du einschlafen und hörst, wie die Tür aufgeht. Und dann siehst du auf einmal,
oder hörst besser gesagt, wie jemand über den Teppich drüber schleicht und auf einmal genau vor deiner Tür Halt macht. Einfach so. Du weißt, es ist deine Tür und er steht davor. Was macht er? Riecht er an meinem Türgriff oder was wollte er da? Und kurze Zeit später geht er weiter. Ab ins Bad, in die Küche und läuft dann schnurstracks wieder durch. Aber auf dem Hinweg bleibt er an meiner Tür stehen. Jedes Mal. Das war nicht nur das Einzige, also gerade auch in der Küche, wenn du gesehen hast, Kühlschrank war unterteilt in 4 Fächer. Bei mir Fleisch, Obst, Gemüse, alles, was das Herz begehrt. Bei ihm Fertigburger, XXL-Burger, fertige Hotdogs, Sandwiches, sämtliche Cola, Fanta, Sprite, sämtliche Softdrinks und sowas. Also ich schwöre euch, der Typ hatte Blutgruppe Kakao und hat mittlerweile Sirup gepisst, Freunde. Es kann nicht anders sein. Ich muss euch das erzählen, damit ihr euch da hineinversetzen könnt oder in mich versetzen könnt, wie es mir dann später mit der eigentlichen Story überhaupt ging. Freunde, das müsst ihr wissen. Ihr müsst euch jetzt in mich versetzen können. Ihr müsst ich sein, um das nachempfinden zu können. Auf jeden Fall war ich dann mal beim Sport, kam raus, schön gefittet, ich bin's Tim, und dachte so, ja, gehst jetzt nochmal aufs Klo oder? Nee, komm, Bus kommt gleich, zieh's durch, willst heim, hast Hunger, kannst auch zu Hause gehen. Und das, Freunde, war der entscheidende Fehler, dass mein Körper mir wieder mal nur so ein laues Lüftchen an, ja, geh doch mal aufs Klo, mitgeteilt hat. Weil, wenn du dann einmal im Bus sitzt und dort gefangen bist für die nächste halbe Stunde, dann ist dieses laue Lüftchen einfach nur eine Falle, die sich zu einem absoluten Tsunami entwickeln kann. Und so war es bei mir, Freunde. Kennt ihr das? Wenn er dann so zur Ruhe kommt und was ich vorher nur so als, ja, nur mal fix pullern, in einem absoluten Chaos endet, weil ihr merkt, dass es nicht nur dabei bleibt, dass da noch mehr kommt. Ja. Und dann hängst du dort im Bus, gefangen, über eine halbe Stunde auf dem Heimweg, dir gurgelt der Magen, die anderen Leute mussten gedacht haben, mir springt gleich ein Alien aus der Bauchdecke raus, mir lief der Schweiß schon runter, alles hat sich in mir darauf konzentriert, keinen weiteren Schritt zu machen. Ich habe mich versucht so hinzusetzen, dass ich die Arschbacken zusammenkneifen konnte, und dann zählt jede Sekunde, dann zählt wirklich jede Sekunde, da musst du heim. Dann hast du keine 10 Minuten mehr, nee, da hast du 10 Sekunden. Wenn das Ding kommt. So, auf jeden Fall, ich auf dem Heimweg gewesen, der Bus hielt genau vor der Haustür, eigentlich so 20 Meter von der Haustür weg, vor unserer Haltestelle. Ich bin ausgestiegen und dann direkt wie Edgar, der Schabenmensch aus Men in Black, zu unserer Wohnung gestiefelt. Dort angekommen, schon schweißgebadet, habe ich versucht, den Schlüssel ins Schlüsselloch zu manövrieren. Ich musste aber noch 2 Stockwerke hoch. Ich bin noch nie mit so steifen Hüften und steifen Knien die Treppen hochgegangen. Wirklich, ich habe alles in mir zusammengenommen. Die letzte Kraft, die letzte Power, die ich noch hatte. Und dann stehst du vor der Tür, versuchst dort wieder den Schlüssel ins Schlüsselloch zu friemeln und merkst nur, wie der Stift nicht nur guckt, sondern so langsam an der weißen Baumwoll-Bruno-Banani anfängt zu kritzeln. Ne? So ganz leicht, wo du denkst, hör doch auf, ich bin doch gleich da. So, du schließt die Tür auf, gehst rein. Ich habe die Sporttasche in die Ecke geschmissen, Badtür auf, Klobrille hoch und dann siehst du das. Ihr macht euch kein Bild. Ihr macht euch wirklich kein Bild. Da an dieser Stelle dann auf jeden Fall Hut ab an meinen Körper oder überhaupt an den menschlichen Körper, wie er in solchen Situationen reagiert. Alles in mir ging auf Standby und auf Alarmstufe Supernova. Jeder Muskel, alles in meinem Körper sagte, fuck, nicht jetzt. Ich habe einfach nur instinktiv gehandelt. Zeva abgerollt, Desinfektionsspray. Ich habe das ganze Scheißhaus von oben bis unten habe ich sauber gemacht, weil dann einfach so ein fettes Stück Butter vorne an der Klobrille hing. Einfach nur abgestrichen, fein säuberlich zu einem Türmchen geformt. Keine Ahnung, was er da gemacht hat, Freunde. Ich kann es euch nicht erzählen. Ich war perplex in dem Moment. Ich habe dann das komplette Scheißhaus sauber gemacht, desinfiziert von oben bis unten, mein Geschäft verrichtet, ich war glücklich. Und als ich dann so im Bett lag und das erstmal verarbeiten musste, dachte ich mir dann so, was hat er dort getrieben? Was ging in seinem Kopf vor, dass er sich auf unserem Klo vielleicht eine Bämme geschmiert hat?
Er hatte vielleicht Zeitdruck, musste sich noch schnell ein Brot machen. Wohin mit der überflüssigen Butter, die er mit hatte? Vielleicht hat er sich auch irgendwas selber gebuttert? Vielleicht musste auch irgendwas in ihn rein oder aus ihm raus, wo er dachte, vielleicht flutscht's besser. Mir gingen tausend Gedanken durch den Kopf. Ich konnte ihn aber auch nicht fragen, weil er dann ab dem Abend nicht mehr da war. Um ehrlich zu sein, war der so gruselig ab dem Moment, dass ich ihn vielleicht auch gar nicht fragen wollte. Also ich hätte ihn bestimmt auch gar nicht gefragt, selbst wenn er da gewesen wäre, weil ich Angst hatte, dass ich am nächsten Morgen, weiß nicht, mit Butter am Hintern und einem Pentagramm auf der Stirn aufwache. Auf jeden Fall gingen mir dann so einige Sachen durch den Kopf und das wurde noch schlimmer, als ich dann mein Brot machen wollte. Hab meine Butterdose rausgenommen, mach die auf und so im Unterbewusstsein denke ich mir, Alter, hast du diese Butter da drin so zerpflückt? Und da dachte ich nur, nee. Hat sich etwa an meiner Butter vergangen und irgendwas damit auf den Klo getrieben? Und ab dem Moment war ich einfach fix und fertig, Freunde. Also ich kann ihm nicht ganz nachweisen, dass es wirklich meine Butter war, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass ich am Abend zuvor wieder mit so, also nicht mit einem Buttermesser, sondern wenn ihr so ein spitzes Messer habt, wisst ihr, dann kann man ja nicht so gut in der Packung lang schaben, sage ich mal, sondern muss ja immer so aushöhlen. Da kann ich es auch selber gewesen sein. Aber in dem Moment habe ich daran nicht gedacht. In dem Moment dachte ich einfach nur, what the fuck, was hat er mit meiner Butter getrieben und was hat er mit meiner Butter auf den Scheiß ausgetrieben? Ich habe ihn danach auch, glaube ich, nie wieder gesehen. Das war, glaube ich, auch in meiner letzten Woche. Also danach war es dann sowieso vorbei für mich. Das war echt die krasseste Erfahrung, die ich im WG-Leben mitmachen musste. Wenn ihr in der WG wohnt oder wenn ihr mal in der WG gewohnt habt, haut da mal eine Story raus, Freunde. Schreibt sie mir mal in die Kommentare oder schreibt sie mir persönlich per Instagram, wenn ihr da mal irgendwas erlebt habt. Wir tragen das mal alles zusammen und dann kann ich ja mal noch ein Video auf eure Stories machen, da mal ein paar vorlesen, wenn ihr das wollt, wenn das für euch okay ist. Können wir das mal auswerten, ob meine denn schon die schlimmste war oder ob ihr noch viel, viel krassere Stories erlebt habt im WG-Leben, im Zusammenleben mit eurer ersten gemeinsamen Freundin, Freund, je nachdem. Würde mich mal interessieren, ob ihr da genau solche Schockmomente hattet wie ich. Aber das war auf jeden Fall ein ganz großer Schockmoment. Ja, Freunde, und mit den Fragen, die ich damals im Kopf hatte, was hat er mit meiner Butter gemacht oder überhaupt mit der Butter auf dem Klo, lasse ich euch jetzt allein, macht euch darüber mal Gedanken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, schreibt ein cooles Kommentar, Freunde, ich würde mich freuen und wir sehen uns dann zum nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, haut rein und ciao, macht's gut und denkt dran, immer die Butter im Auge behalten.